Hallo und herzlich willkommen zu Zocken mit Bohnen. Ich zocke heute Human Resource Machine und das ist mein allererstes Let's Play ganz alleine. Ich hatte mir eigentlich Verstärkung geholt, den Hauke und Gunnar, die sind jetzt beide in einer anderen Produktion, die bereiten die nukularen Winterspiele vor. Und eigentlich wollte Sophia noch kommen, aber die hat mich auch alleine gelassen. Ich weiß nicht, wo sie steckt, vielleicht sieht sie es, kommt vorbei. Ich habe auf jeden Fall euch... Okay, ich habe mal immer, wie immer, Probleme mit meinem Mikro. Ich habe euch hier auf meinem Handy und kann ganz bequem mitlesen. Und wir steigen mal direkt ein. Also Human Resource Machine ist ein Indie-Titel und es geht so ein bisschen um Programmieren, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber man muss Rätsel mit Programmierkommandos lösen. Also am Anfang ist es relativ einfach. Wir steigen gleich einfach mal ein und machen die Basics. Und dann wollen wir mal gucken, wenn es ein bisschen schwieriger wird, ob wir die Rätsel auch zusammenlösen. Ich fange am Anfang mal ein bisschen langsamer an, weil ich habe natürlich durch meinen Beruf ein wenig Erfahrung mit Programmiergedöns oder der Logik hinter dem Programmieren. Deswegen sind die ersten Level ein wenig einfach für mich. Deswegen, also, wir sehen es, das ist das... Die Auswahl der Spielfigur, also wir erstellen uns erstmal unseren Angestelltenausweis. Ich suche mir jetzt einfach eine Person aus, die mir ähnlich sieht. Genau, so, das ist unser Ausweis. Bitte gehen Sie zum Aufzug und dann beginnt auch schon das Spiel. Und zwar sehen wir hier links... Okay. Danke, Julia. Kannst mich immer gerne darauf hinweisen, weil ich habe auch keine Lust, dass die Leute sich mein Pusten anhören müssen. Und zwar, also das hier ist unser Boss, glaube ich. Willkommen im ersten Tag. Sie sehen so aus, als wären Sie ein ausgezeichneter Befehlsfolger. Ihre erste Aufgabe wird gleich hier auf der rechten Seite erscheinen. Und vergessen Sie nicht, Sie können mich stets um Hilfe bitten. So, also hier auf diesem Papier sehen wir immer unsere Aufgabe. Und ich erkläre es nochmal kurz. Hier links ist unser Posteingang, also unsere Inbox. Und hier rechts ist unser Postausgang. Und wir müssen halt mit diesen Zahlen, die hier links in dem Posteingang sind, immer ein paar Aufgaben lösen. Am Anfang ist es relativ easy. Um reinzukommen, werden wir jetzt einfach mal diese Aufgabe lösen. Und zwar, Ihr Programm sollte... Nee, Moment. Ihr Programm sollte Ihrem Arbeiter befehlen, jedes Ding aus der Inbox zu nehmen und in die Outbox zu legen. Also, wir nehmen etwas aus der Inbox und wir legen es in die Outbox. So, ich fülle das mal aus. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur damit ihr seht. Die Person nimmt die 6 und legt sie hier rüber. Der Fehler ist jetzt natürlich, wir haben es nur mit einem gemacht. Das Ganze müssen wir jetzt noch einmal wiederholen. Für alle drei. Und damit haben wir auch schon die Aufgabe erledigt. Viel einfacher als Visual Basic. Wahnsinn. Das war jetzt natürlich jetzt super einfach. Wir kriegen gleich noch ein paar Befehle, die wir da noch mit reinbasteln können. Und zwar, nun, es sieht so aus, als hätten Sie es bis hier geschafft. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung. Juhu! Ja, den meisten wird es zu stressig und sie steigen aus, bevor sie es bis hier schaffen. Ja, das sind aber Loser. Aber ich weiß jetzt schon, dass Ihnen eine strahlende Zukunft in der In- und Outbox-Verwaltung bevorsteht. Hier ist Ihre neue Aufgabe. Yay! Nehmen Sie jedes Ding aus der Inbox und legen Sie sie in die Outbox. Wir haben jetzt diesen neuen Befehl, den Jump. Der ermöglicht uns einfach nur, dass wir das Ganze nicht mehrmals machen müssen, sondern wir können in unseren Befehlen springen. Also ich kann hier jetzt den Punkt ganz nach oben setzen. Und wenn er jetzt quasi Inbox, Outbox abarbeitet und zu Jump kommt, springt er einfach wieder nach oben. Da kommt jemand. Hallo Sophia! Max! Ah, schön, dass du da bist. Ja, guck mal, ich habe die Basics schon erklärt. Ich kann dir das, du wirst da ganz schnell reinfinden. Ich weiß nicht, sitzt du? Ich rück noch mal ein bisschen nach links. Ah ja. Guck mal. Hallo! Ah Mann, schön, dass du da bist, du. Ich bin sehr gespannt. Mir wurde bisher immer gesagt, wir spielen ein Hackerspiel. Nein, das ist gar kein richtiges Hackerspiel. Nee, ist es auch nicht, weil... ich erkläre es dir einfach gleich, wenn wir die nächsten Level spielen, weil die anderen... Ich habe jetzt keine Lust, das zu wiederholen. Ich beschleunige das mal. Du schreibst ein Wort. Nein, doch. Nee, nein. Im nächsten Level wirst du es verstehen. Mhm. So. Kopier wir sind schon im dritten Jahr. Also, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Hier links ist unser Posteingang.
hier der Postausgang. Mhm. Das ist unser Boss. Der erzählt uns immer irgendwas. Dann kriegen wir eine Aufgabe. Weißt du schon, was er erzählt oder wieso klickst du jetzt so schnell weg? Weil er bisher nur Dünnsches erzählt hat. Er hat immer nur gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass du es bis hierhin geschafft hast. Also die eigentliche Aufgabe steht immer auf diesem Zettel. Ja. Und wir müssen halt mit Hilfe dieser Befehle, die wir haben, also Inbox, dann nehmen wir etwas, Outbox, dann packen wir es in die Outbox rein. Mhm. Copy from ist neu, das hatten wir gerade noch nicht. Und der Jump, damit können wir halt in unserer Reihenfolge herumspringen. Und neu ist jetzt auch dieses gelöt. Das war da schon quasi. Wahrscheinlich. Das ist jetzt gerade dazugekommen. Ja. Mhm. Die Aufgabe ist jetzt, dass wir das Wort Bug in unseren Postausgang legen. Und dazu. Was ist daran schwer? Das einfach aktuell ist es halt noch überhaupt nicht schwer. Es geht einfach nur darum, erstmal zu verstehen, wie gehe ich hier mit Copy From um und mit Jump, bevor wir halt zu richtig kniffligen Sachen kommen. So eine Art Tutorial im Prinzip. Also wir müssen das Wort Bug schreiben, deswegen. Mach jetzt mal Copy From. Wir müssen das B haben. Ach so, einfach aufheben können wir das nicht. Outbox. Ja, pass auf. Du wirst es gleich verstehen. Die Person führt quasi das aus, was wir hier zur Seite, an der Seite basteln. Ah. So, U. Jetzt habe ich die Outbox vergessen. Die kann ich da gleich mit reinschieben. Aber wieso zeigt es mir nicht an, wen ich... Ach, die Nummer ist es, ne? Das ist quasi unser Programmcode, den wir schreiben. Mhm. Den wir programmieren in dem Sinne, indem wir zusammenklicken. Und Copy From 02, das ist aber doch... Nein. Das ist richtig. B. Achso, 4 ist B. U, G. G. Mhm. Okay. So, und jetzt können wir, ich kann das mal zeigen. Und zwar kann ich das Schritt für Schritt machen. Also, er wird jetzt die erste Zeile hier ausführen. Und das ist quasi, dass er vierte Stelle in die Hand nimmt. Ja. Dann legt er das in die Outbox. Dann nimmt er die Nullte. Genau. Mhm. Mega cool, oder? Ja. So. Achso, das heißt, ich muss nicht B, U, G von oben nach unten, sondern in der Reihenfolge. Genau, weil er das abarbeitet. Also, das ist so. Genau, der geht einfach immer von oben nach unten in den Befehlen und dann haben wir es auch schon geschafft. Mhm. Okay. Immer noch relativ easy. Ich guck mal, ob... Gibt es Fragen? Naja, ich hoffe, dass alle folgen können. Endboss Zuckerberg. Die Fließbänder wurden repariert und gerade rechtzeitig für Sie, Ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Die Daten werden sich nicht von selbst sortieren. Siehst du, der quatscht einfach immer nur. Die Aufgabe ist, nehmen Sie die beiden ersten Dinge aus der Inbox und legen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge in die Outbox. Wiederholen Sie, bis die Inbox leer ist. Was meint er mit umgekehrter Reihenfolge? Weil da ist ja 8-3. Wenn ich die jetzt rauslege, nee, ist 3, sind es 3-8. Das ist quasi, in, das ist mal das erste Element, 3-8. Und er möchte jetzt, dass wir quasi 8-3 EV 5-1 machen. Also, dazu nehmen wir uns quasi das Element als erstes. Die beiden ersten Dinge, ja. Mhm. Ich kann immer nur eins halten, zeitgleich. Okay. Also ich kann immer nur diese Karte über mir halten. Mhm. Also was meinst du, logischerweise müssen wir... Also so, wir gehen zur Inbox und nehmen uns da jetzt die 8 raus. Ja, also haben wir schon. Ach so, hast du die 8, aber da steht ja noch gar keine 8. Genau, das muss ich ja erstmal basteln. Also wenn ich jetzt das ausführe, dann nimmt er sich die 8. Oh. Die 3. Ich kann immer nur das erste nehmen. Oh nein, das hat sich kaputt gemacht. Ja, du kannst immer nur das erste genau. nehmen. Dann müssen wir die 1 erstmal ablegen. Genau. Copy to. Copy to, wie heißt das? Achso. Einfach dahin. Feld 0. So, dann nehmen wir die 5. Genau, wir gehen wieder zur Inbox zurück. Und die können wir direkt aufs Fließband legen natürlich. Und dann nehmen wir unsere 0 und legen sie auch aufs Fließband. So sieht's aus. Sehr gut, Sophia. Ja, ein echter Hacker wird das mir. So, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen, sonst braucht er ewig. Oh nein! Was haben wir vergessen? Wir haben die anderen alle nicht gemacht. Genau. Wir sollen das machen, bis das Fließband leer ist. Genau, dann nehmen wir hier unten Jump und wenn er hier unten angekommen ist, springt er wieder nach oben. Oh! Amazing! Das spart uns aber eine Menge Code. Ich sag's dir, ey. Es geht gleich auch noch darum, den Code zu optimieren. Also gleich geht's noch darum, so wenig Zeilen wie möglich zu haben und den Typen so wenig Schritte oder mich so wenig Schritte laufen zu lassen, wie es geht. Mhm. Jetzt kommt die Kaffeepause. Schade, dass es nicht so eine coole Kaffeepause ist, wie die, die wir hier haben. Ja, echt. Ne? So ein guter Einspieler wäre doch super. Oh, die Ladies. Back to work, everyone. Ich glaube, das Spiel ist sogar genau heute auf der Wii U rausgekommen. Okay, es gibt Stromausfälle. Ist das ein Indie-Spiel? Oder das ist ein Indie-Spiel, genau. Ich glaube von Tomorrow Corporation, ich weiß gar nicht, wie der...
Machen die immer so Programmier-Lernspiele oder? Ich habe ehrlich gesagt, ich war bei denen auf der Webseite und die haben bisher nur dieses Spiel, also ich habe nur dieses Spiel gesehen. Okay. Ich weiß nicht, ob die schon was anderes haben. Ich komme in meinem Albtraum. Ich war nie sonderlich gut in Mathe, denn ich habe nur 3 Finger an jeder Hand, okay. Hab mir sagen lassen, dass sie nicht viel über Mathematik wissen müssen, um diese Aufgabe zu lösen. Nehmen Sie so. Die Inbox, sortieren Sie sie und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Okay, wir müssen also immer 2 Dinge addieren. Also nehmen wir mit 9 an, oder wie? Also müssen wir 2 weglegen, die 9 übertragen, oder wie? Nee, wir müssen die 2 und 7 zusammen addieren, die 9 und 5, die minus 2 und 9 und so weiter. Dazu nehmen wir uns als erstes mal die 2. Ach, es gibt Add als neues. Genau. Ah. Das wird halt nicht bei jedem Level mehr, aber... Das ist quasi wie bei Amazon, wenn 2 Päckchen dann zusammen ein Ganzes ergeben sollen, wenn du Zahnpasta und Fußcreme bestellst. Okay, ein witziges Beispiel, aber funktioniert so. Okay. Okay, also dann nehmen wir die Inbox und legen das erstmal hier ab. Dann haben wir da die 2 liegen und dann nehmen wir uns wieder was aus der Inbox und addieren es zu der 2. So, Inbox copy to 0. Dann liegt die 2 hier, dann haben wir die 7. Add to 0 und dann nehmen wir die 0 und gehen damit in die Outbox. Ja, die habe ich dann in der Hand. Nachdem ich das quasi hinzugefügt habe, habe ich das wieder in der Hand. Das weißt du aber schon. Normal wüsste ich das ja jetzt nicht genau. Als Anfänger, gell? Genau, im Prinzip müsstest du es jetzt ausprobieren. Wie gesagt, ich habe die ersten Level gespielt und habe da relativ schnell gemerkt, dass quasi 9. Ah, meine 2 liegt da ja noch. Ah nein, wir haben schon wieder... Nee, der Jump ist da, okay. Ja, die überschreibt er quasi. Also, wenn man ein bisschen Programmierhintergrund hat, dann versteht man auch, also diese Geschichte hier nennt man zum Beispiel ein Array in der Programmierung. Und im Prinzip ist es eine ganz einfache Stapelverarbeitung oder auch Assembler-Code. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das quasi das ganze Spiel nicht so ganz knifflig ist, wenn man programmieren kann. Und hatte gehofft, dass ich quasi deswegen... Ja, dass du deswegen... Einen Gast habe. Ah, der ist nicht... Der rätseln kann, ja. Und dem ich ein bisschen helfen kann. Deswegen, was wolltest du sagen? Mich hat gerade irritiert, dass er die 5, nachdem er dir nochmal weggeworfen hat, weil für mich ist die 5 dann ja eh schon weg, sobald ich die dahin geknallt habe, weißt du? Das war gerade grafisch irgendwie verwirrend umgesetzt. Dass er die immer noch in der Hand hatte? Ja, und dann nochmal nach hinten geworfen hat. Weil der Befehl Copy to ist. Also ich lege die nicht weg, sondern ich kopiere sie auf die Stelle. Ach so, und das heißt, also das, was da vorher war, verschwindet dann. Genau, das überschreibe ich. Okay. So, jetzt gibt es hier irgendwie, jetzt gibt es hier eine Aufspaltung. Was das soll, kann ich dir nicht sagen. Verdreifachung. Stand der Facher? Verdreifacher Raum. Wer sind Sie? Dieser freiwillige Bereich ist nur für besonders leistungsfähige Angestellte. Oh oh. Ob wir das hinkriegen? Yes! Nun. Ja, ich bin spät dran. 7 Jahre zu spät. Okay, 100 Leistung. 100% Leistungssteigerung kriegen wir hin. Extra super genau. Okay, extra super genau. Verdreifachen Sie jedes Ding in der Inbox. Ja, ne? Ja. Und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Aber Multiply? Kann ich einfach add? Muss ich dann dreimal adden sagen? Ich kann ja auch sagen, so 5 add, dann... Okay, ich sag 5 auf 0 legen. Und dann sage ich add 0 und dann in die Outbox. Weil ich kann ja nicht multiplizieren hier. Also kannst ich, du nicht, ja. Okay, wir probieren es aus. Also wir nehmen was aus der Inbox und du hast gesagt, legen wir auf 0 ab. Ja. Okay. Was heißt... Ah, copy to, ich habe Krypto gerade gelesen. Und was hast du dann gesagt? Add... Dann die 0, die da liegt. Ja. Und nochmal add und nochmal die 0, die da liegt. Dann habe ich es ja dreimal. Und dann ab in die genau. Outbox. Und ab in die Outbox. Und natürlich das Ganze von vorne. Wir probieren es aus. 5. 10. 15. Wir sind so leistungsfähig, Sophia. Super geil. 0. 0. Oh. Das ist wie dieses... bei Family Guy, wo Jesus zaubert, kennst du das? Dieses da. Da sieht das genauso aus. Achso, ja stimmt, ich kenn's doch. Oh, guck mal, jetzt sind wir schon hier, wo es quasi nach Größenoptimierung und Laufzeitoptimierung, also wir liegen genau im Superbereich, weil besser als wie wir es gemacht haben, geht's gerade nicht. Aber wir werden auch da
noch an unsere Grenzen stoßen. Du bist wieder in den Verdreifacher, oder? Ja, nee, ich bin einen Höhergang. Achso, okay. Entschuldigung. Sie können Ihre Leistung in den Optimierungsherausforderungen jederzeit einsehen. Die beiden grünen Lampen, genau das ist eigentlich das, was ich gerade erklärt habe. Was du gerade gemacht hast. So, multiplizieren Sie jedes Ding in der Inbox mit 8 und legen Sie es in die Outbox. Können wir nicht eine Schleife bauen oder so, dass wir nicht 8-mal jetzt sagen müssen, adde die 1? Ja. Die Herausforderung ist ja, du darfst auch nur 3 Add-Befehle benutzen. Und dabei hilft uns halt dieses Array, weil, diese Kästen hier auf dem Boden. Ja. Weil wir ja im Prinzip was aus der Inbox nehmen können. Wir können das jetzt addieren. Dann legen wir es hier ab. Und wenn wir quasi das Addierte ja wieder addieren, dann haben wir mal 2, mal 4, mal 8. Ach so, ja. So, und dann haben wir es nämlich schon. Wir müssen nämlich nicht 8 mal add machen, sondern wir können ja das, was wir schon addiert haben, wieder addieren. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich überlege gerade, ob das nicht eher quadrieren anstatt nur multiplizieren dann ja schon ist, oder? Weil, gar nicht. Blödsinn. Ich rede Blödsinn. Du hast recht. Mhm. Im Prinzip ist es ja die Potenz, klar. Du hast eine Potenz von 2, aber das ändert ja nichts daran, dass du mit einer Potenz von 2 auch oft 8-mal Multiplikation kommst. Ja. Copy to 0, also genau. 1 wird jetzt auf 0 kopiert. So, und dann addieren wir das mit 0. 0. Dann haben wir mal 2. Genau. Und dann, achso, du hast vor, es dann zu kopieren auf die jetzt, 1. Genau, jetzt kopiere ich es auf die, jetzt kopiere ich es auf die 1. Copy to 1. Das heißt, da haben wir jetzt... Addiere wieder mit der 1, dann haben wir 4. Wenn ich das gleich nochmal habe, haben wir 8. Ja. So, und im Prinzip können wir das schon ablegen. What? Fett! Und mal gucken, ob das auch so stimmt. 1, 2, 2 wird abgelegt. 4 und 8. Ey Max, dann müsstest du eigentlich voll gut sein in diesen Aufgaben, die man immer bei Bewerbungen hat, wo man so Zahlen rein... Bei Bewerbungen? Ach so, du meinst so, klassische IQ-Test-Sachen? Ja, ja. Okay. Ja, tatsächlich war ich im IQ-Test nicht so mega gut. Aber und bei diesem Zahlenreihen-Ding auch nicht? Ja, Zahlenreihen finde ich schon ganz cool. Aber ich hatte jetzt noch nicht so viele Bewerbungsgespräche, wo das nötig war. Okay. Welch ein wunderbares Gefühl, obwohl in der Schule, in der Berufsschule. Ja, du redest eh nur Blödsinn. Multiplizieren Sie jedes Ding in der Inbox mit 40. Mit 40? Können wir jetzt nicht mit der Potenz arbeiten. Wir müssen erstmal eine 40 erzeugen, ne? Das ist ja unser Ding, das ist unser Problem jetzt. Wir müssen erstmal Ich glaube, die Idee ist, dass du, dass wir erstmal auf 32 kommen. Warum? Weil das 4 mal 8 wäre. Ich würde sagen 5 mal 7 plus 5. Denke ich gerade richtig? Guck mal, wenn wir das genauso machen wie gerade. Ja. 2, 4, 8, 16, 32. Ja. Dann können wir ja auf diese 32 die 8 nehmen, 32. Die wir schon haben. Mhm. Okay, Inbox. Ist das der kürzeste Weg? Aber wir haben keinen Multiplier. Ja, wir können ja gar nicht effektiver sein, ja, weil... Ja, du hast vollkommen recht. Es geht nicht okay, schneller. Also Copy to. Addieren. Copy to, dann sind wir bei... mal 4. Also wenn ich das jetzt ausführe. 5. Das heißt, das sind dann... Machst du das gerade aber nicht mit der... Warte mal kurz. 2, 4, 8. Ja, das ist genau, guck mal, du hast genau die Anzahl der Felder, das ist so vorgesehen. 4, so, jetzt haben wir 32, jetzt brauchen wir noch die 8. Wo war denn die 8 jetzt?
Mal 2, mal 4. Dann müsste das ja mal 8 sein, richtig? Ja. Ich weiß aber gerade nicht, wie wir aus der 5 das. Hm? Das Herz zaubern. Ja, mach erstmal. Ich schau gerade zu. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warum? Weil ich nicht ganz verstehe, also wegen 2 und 8 und so, weil wir da die 5 haben und ich orientiere mich gerade an der 5. Ich rede immer nur von der 8, das hat gar nichts mit dem Level vorher zu tun, sondern ich rede immer nur von der 8, weil wir 2, weil das halt die Potenz von 2 ist, 2, 4, 8, 16. Ja, das ist mir mit 2, 4, 8, 16 ist mir das klar, aber wir rechnen, er wird ja gleich aus der Inbox die 5 nehmen, weißt du? Genau, wir probieren es einfach aus. Okay, genau. 5. Macht eine 10 draus, macht eine 20 draus. Das ist jetzt mal 8. Macht die 4, da ist schon unsere. Das ist mal 16. Nein, nee, mal 40 nicht, wir wollen keine 40 erreichen. Wir wollen mal 40 machen. Siehst du? Du musst ja, mal 40 machen. Deswegen, ich hätte jetzt nur bis 3 gemacht. Und dann hätte ich. Nein, das ist richtig, nur der letzte Schritt ist falsch. Warte. Musst du nicht die 3 mal die 5 einfach machen? Das ist also falsch. Also die 3 mal die 0? Das hier ist falsch, meine Liebe. Was hast du jetzt rausgemacht? Ich hab die. Nee, ich hab das. Das ist hier nicht. Wir hatten vorher den hier. Ja. Brauchen aber den. Wir sind ja gerade auf ein Ergebnis von 180 gekommen, brauchten aber 200. Weißt du, komm, wir gehen das noch einmal durch. 40 sind 200. 6. So, jetzt hast du mal 2. Mal 4. Ja. Mal 8. Mal 16. Mal 32. Plus mal 8 sind mal 40. Ach, so hast du gedacht. Ach so. Ja, aber wie wolltest du das denn machen? Ich wollte eine 40 erzeugen als Block und die multiplizieren mit meiner Anfangszahl. Ja, aber wir haben ja keinen Multiplizieren. Das ist korrekt. Wieso kriege ich das nicht in meinen Schädel rein, dass man nein, multiplizieren das ist aber, darf? Aber, Das kann ich verstehen. Ey, am Anfang ist das halt echt ein bisschen tricky, wenn man nicht so. Oh, guck mal, die 0 ist cool. Voll effektiv. Ja. Ja, siehst du, das sind genau die Schritte, die. Hast du gut gemacht. Yes! Ja. So, Nullenvernichter. Wow. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wie alt bin ich da? In 5 Jahren? Ich bin froh, wenn ich weiß, wie meine nächste Woche aussieht. Ich habe ja einen vermerkt, der sagt, von hier an wird ihre Leistung noch genauer geprüft. Ach, wie schön. Bist du in 5 Jahren mit deinem Studium fertig, Sophia? Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin ja jetzt im zweiten Semester. Du bist erst im zweiten Semester? Ist ja mein zweites Studium. Ich habe ja vorher schon. Ah. Also mein zweites Jahr, dann kommt noch das dritte. Ich nehme mal an, für den Bachelor noch ein viertes und dann nochmal 2. Ah, es könnte eng werden, ne? Es könnte eng werden. Ja, jetzt mit Rocket Beans ist es halt noch viel schwerer, ne? Ja, es ist viel Arbeit. Die eine viel oder andere Arbeit. Klausur nochmal nachgeschrieben werden müssen. So, was ist unsere Aufgabe? Sie haben einen neuen Befehl erhalten. Er springt nur dann, wenn der Wert, den Sie tragen, 0 ist. Okay. Also das ist das gleiche wie unser Jump-Befehl, nur dass er quasi eine Bedingung hat. Die Bedingung ist, dass wir eine 0 in der Hand haben. Okay. Okay, auf geht's. Wir haben noch 2 Minuten was bis zur Werbung. Plan? Das schaffen wir. Er springt nur dann, wenn die. Was ist denn die Aufgabe? Legen Sie alle Dinge, die nicht null sind. In okay, die einfach. Wir nehmen Inbox. Die nicht null sind. Alles, was nicht null ist. Okay. Wenn das null ist, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Wenn es nicht null ist, müssen wir es ablegen. Ist das so einfach? Vielleicht für so Leute wie mich, die erstmal überhaupt verstehen sollen, was das soll. Ja. Ja! Es klappt. Sehr gut. Und es ist mega effektiv, perfekt. Komm, schaffen wir noch ein Rätsel vor der Werbung? Null Erhaltungs- Haltungsinitiative. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass für die Gemeinschaft zur Unterstützung der Nullen, wir sind alles Nullen, in der letzten Aufgabe der Gedanke der Inklusion zu kurz kam. Legen Sie diesmal nur Nullen in die Outbox. Was mit den restlichen 2 Buchstaben geschieht? Das überlässt die Geschäftsführung Ihnen. Hä? Also müssen wir das gleiche nur andersrum machen. Kannst ja, du es? Aber wir haben ja nur noch Jump. Was ist, wenn ich sage Jump if 0 to Outbox und den Rest nicht? Kann ich nicht sagen, so wenn 0 ist, dann gehen die Outbox. Doch. Das haben wir ja gerade gemacht. Wir haben gerade gesagt, wenn 0, dann fang von vorne an. Und jetzt können wir es genau anders. Also ach so, Inbox. Und jetzt? Inbox, dann Jump if
Zero, Outbox. Und sonst Jump. Wo soll ich denn hinspringen, wenn ich eine Null in der Hand habe? Zur Outbox. Zur Outbox, okay. Ja. Und sonst Jump. Wohin? Nach oben, nach ganz oben. Ja, wo muss der Befehl hin? Nach ganz unten und der Pfeil nach ganz oben führen. Ja, aber du hast jetzt einen Punkt noch nicht bedacht. Nämlich, dass ich da eine undefinierte Stelle jetzt habe. Genau. Was ist, wenn... Das ist hier der letzte Punkt, der erreicht wird, wenn es eine Null war. Dann legen wir es weg und dann springen wir wieder nach oben. Aber was ist, wenn wir keine Null haben? Was? Nein, wenn es eine Null ist... Ja, oh nein, es ist schon rot. Also ja, das kriegen wir Inbox, hin. Dann Jump Zero zu... Bring es in die Genau, Outbox. Dann springe ich hier hin. Aber hier zwischen muss ja noch was passieren. Es muss ja was passieren, wenn es nicht Null ist. Copy to? Outbox? Oder was muss ich jetzt machen? Ich will, dass das in die Outbox bringt. Hat er doch. Den Teil hast du schon. Ach so. Guck mal, du nimmst... Inbox. Da fehlt noch ein zweiter Inbox-Teil nach dem Outbox. Nach dem Outbox muss nochmal G zurück zur Inbox. Genau. Wie mache ich den? Nach Inbox gehen und den unter unsere Outbox stellen. Da. Nimm doch die Maus. Nimm die Inbox. Ach so. So. Weil wenn er von der Outbox, dann muss er wieder zurückgehen. Erst okay, ich würde sagen, das behandeln wir nach der Werbung. Weil du hast es noch nicht behandeln, als wäre das voll die Krankheit, was ich da programmiert habe. Nein, komm, weißt du was, wir lösen es auf. Wir lösen es auf, nochmal zurück. Ich löse auf, dann haben wir gleich ein neues Rätsel nach der Werbung. Keine Cliffhanger hier. Wir springen wieder zurück nach oben. Guck. Dein Gedanke war schon richtig. Mach mal kurz Pause. Dein Gedanke war schon richtig, aber... Das ist quasi, springe, Jump. Wenn ich eine Null in der Hand habe, spring hier hin. Wenn ich keine Null in der Hand habe, macht er nämlich hier weiter. So, und weil hier ja quasi der Fall ist, dass ich keine Null in der Hand habe, ach so, weil muss ich wieder nach oben zurück. Muss ich auch definieren, was passiert, genau. Wenn mein Wenn so, wir lassen es eben zu Ende laufen. Ah, okay. Okay, perfekte Zeit, um in die Werbung zu gehen mit einem neuen Rätsel gleich Bis hier gleich. Bei Rockbeats. Tschüss.